heute Abend und ist auch ein Thema im nächsten und letzten Vortrag des Abends. Jeder Mensch ist ein Künstler, sagt Joseph Beuys, und recht hat er. Jeder Mensch ist ein Datenlieferant, sagt Tilman Baumgärtel, und auch er hat recht. Der Medienwissenschaftler und Publizist ist heute Abend hier, um uns eine Ausstellung vorzustellen. Sie trägt den faszinierenden Titel Eintritt in ein Lebewesen, von der sozialen Skulptur zum Plattformkapitalismus. Ist bald im Kunstraum Kreuzberg zu sehen, und wir freuen uns sehr, dass er uns hier einen Einblick gibt. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend auch von mir an die Leute hier vor Ort. Wir halten noch mal ganz kurz an. Die Ausstellung, von der heute die Rede ist, läuft schon im Kunstraum Kreuzberg, der sich im Bethanien am Mariannenplatz befindet, also gar nicht so weit von hier. Und mein Vortrag soll Sie dazu motivieren, vielleicht noch in den nächsten 10 Tagen vorbeizugucken. Sie läuft noch bis zum 16.8. Und ja, wie wir gerade schon gehört haben, geht es ausgehend von dieser Idee von der sozialen Skulptur von Joseph Beuys darum, wie heute Unternehmen wie Google, wie Facebook, wie Instagram halt unsere Daten, unseren Honig sammeln. Und Honig ist auch das Stichwort für dieses erste Bild, das kann man ganz gut erkennen. Wir sehen jetzt also einfach so einen Durchgang durch die ganze Ausstellung, die mit so einem Selfie-Stick meine Tochter aufgenommen hat. Und es fängt aber an außerhalb vom Bethanien. Da ist nämlich so eine Jugendwerkstatt, und die haben unter anderem auch Bienenstöcke. Und einen davon kann man aufmachen. Ja. Was verändern? Okay. Egal. Solange man was sehen kann, ist das wichtig. Ja, genau. Und die Bienen und auch der Honig waren für Beuys halt ein relativ wichtiges Motiv, und auch wirklich Honig auch ein plastisches Material, mit dem er gearbeitet hat. In der Ausstellung sind auch tatsächlich 2 Arbeiten von ihm zu sehen, wo Honig eine relativ große Rolle spielt. Deswegen haben wir vor dem Bethanien unseren kleinen Rundgang durch die Ausstellungen begonnen, und werden wir uns durch die Ausstellung durchlaufen. Konferenz. Heute haben wir solche permanenten Konferenzen. Sie heißen eben Facebook, sie heißen Twitter, sie heißen Reddit, und viele von diesen permanenten Konferenzen leben halt auch von unserem Input, so wie bei Beuys halt die soziale Skulptur auch von unserer aller Teilnahme und unserer aller Mitwirkung leben sollte. Aber wie wir auch alle wissen, ist das halt mittlerweile auch ein Geschäftsmodell geworden. Man spricht vom Überwachungskapitalismus oder eben vom Plattformkapitalismus. Diese Plattformen haben eine unheimliche Macht, die haben unheimliche Wissensvorsprünge dadurch erreicht, und das wird in der Ausstellung eben auch problematisiert und mit dieser ursprünglichen Idee von Beuys so in Verbindung gebracht. Wir gehen immer noch durch den
Flur auf die Ausstellung zu. Das gibt mir noch Gelegenheit, ein anderes Thema anzusprechen, das für die Ausstellung auch sehr wichtig ist. Den meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich bekannt, aber viele haben davon auch noch nie was gehört, dass es solche Firmen gibt, wie beispielsweise Turk von Amazon, wo solche Mikrojobs ausgelagert werden, oder Fiverr, wo richtig kreative Aufträge wie Übersetzungen, Webdesign, Grafik, Animationen halt in der ganzen Welt ausgeschrieben werden können. Und auch das gehört natürlich zu diesem Plattformkapitalismus, wo so Kreativität plötzlich von einigen Firmen so gepoolt wird und damit halt auch Geld verdient wird. So, das ist das erste Exponat. Das ist sehr schön erwischt worden. Da sieht man halt den Boys, die berühmte Silhouette mit dem Hut. Das ist ein Video, das nicht sehr attraktiv vielleicht erstmal aussieht. Schwarz-weiß, unscharf, aber unheimlich interessant. Da sitzt er nämlich zusammen mit Douglas Davis, einem anderen amerikanischen Künstler. Das mache ich mal ganz kurz Pause, das will ich kurz ausführen, und Namjoon Paik, den ja viele auch kennen als Videokünstler, in einer New Yorker Galerie zusammen, und sie bereiten eigentlich so eine Performance vor, die bei dieser Documenta 77 bei der Eröffnung stattfinden sollte und im Fernsehen übertragen worden ist. Das ist wahrscheinlich das größte Kunstevent vom Publikum her, was es jemals gegeben hat, weil das über Satellit in die ganze Welt übertragen worden ist, und da unterhalten sie sich halt drüber und erfinden dabei eigentlich das Internet. Also sie sagen eigentlich, dieses Medium, das Fernsehen, das kann so nicht weitergehen, das ist nur ein ausstrahlenden gibt und ganz viele Empfänger, sondern dieses Medium müsste ein Zweiwegmedium werden, das müsste global werden, alle müssten daran beteiligt sein, also eigentlich so diese Idee, die auch in der Radiotheorie von Bertolt Brecht eine Rolle gespielt hat, dass eben die Nutzer oder die Konsumenten von Informationen und von Medien auch zu Mitproduzenten werden sollten. Also das ist ein bisschen anstrengend vielleicht am Anfang dieses Video erstmal, lohnt sich aber unheimlich, sich das ganz anzuhören. So, wir betreten die Ausstellung, die wegen Corona erstmal verschoben werden musste, leider waren die Ausbauarbeiten oder Umbauarbeiten noch nicht ganz fertig. Als erstes passieren wir die Nutzungsbedingungen der Ausstellung, eine Arbeit von Jonas Lund. Also wer da reingeht, akzeptiert, dass er sich jedes Kunstwerk 5 Minuten lang angucken muss, so und so viele Postings auf Instagram machen muss, nur positiv über die Arbeit sprechen können. Also was wir alle immer bei anderen digitalen Angeboten akzeptieren, klick, 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 ist halt auch bei dieser Ausstellung zu sehen. Hier habe ich gegenübergestellt als Kurator halt einmal den Beuys mit seinem revolutionären Impetus damals, die aber heißt Die Revolution sind wir, und gegenüber halt so eine Fiverr-Freelancerin, die halt sich für diese Art von Arbeit ausbeutet. Hier ist original Margarine und original Honig aus dieser Honigpumpe von 1977, musste man inzwischen leider abnehmen, weil das die Margarine angefangen hat auf eine Art zu schmelzen, die dem Leihgeber nicht mehr gefallen hat, muss man verstehen, das steht jetzt im Kühlschrank rum, und dann kommen wir halt so in den ersten, den Hauptgang eigentlich, wo halt andere Dokumente von dieser Honigpumpe von 77 zu sehen ist, unter anderem ein Programm von dieser Free International University, wo halt, wie gesagt, jeden Tag Diskussionen und Vorträge stattgefunden haben, immer in der Anwesenheit von Beuys, da unten sieht man ihn auch wieder. Dieses Programm habe ich noch kurz vor Ausstellungsbeginn für 150 Euro bei eBay ersteigert, also kann man immer noch solche Beuys-Relikte finden. Ich kann jetzt nicht jede Arbeit einzeln vorstellen, es soll ja auch mehr so ein Appetithappen sein, der hoffentlich dazu motiviert, sich dahin zu begeben, wenn man in Berlin ist, und sich die Ausstellung anzugucken. Vielleicht genau dieser Raum, wo wir jetzt reingehen, dann haben wir immer den Drawing Room genannt. Da sind 4 Arbeiten zu sehen, wo auf verschiedene Art und Weise kollektiv miteinander gemalt wurde. Hier bei Andy Deck zum Beispiel, bei Open Studio über das Internet kann man miteinander malen. Das hier kennen vielleicht noch einige, die Million Dollar Homepage von Alex Tew, wo man also einzelne Pixel kaufen kann. Das kennen auch viele noch. Das ist auch relativ neu, eine Aktion bei Reddit, The Place, wo man halt immer alle 5 Minuten, glaube ich, einen Pixel umfärben konnte, wo sich dann so Teams gebildet haben, die dann zusammen da so Muster und Motive gemalt haben, und eben eine Arbeit von Van Gogh TV, die das schon Anfang der 90er Jahre übers Fernsehen gemacht hat. Hier links sehen wir, genau, da ist nochmal dieser Slogan von Beuys, Creativity equals Capital, oder auf Deutsch Kunst ist gleich Kapital, also gerade auf Englisch Creativity equals Capital ist eigentlich genau das Geschäftsmodell von diesen ganzen Plattformunternehmen wie YouTube und wie Facebook und wie Twitter, wo wir halt ununterbrochen unseren Input liefern. Hier sind 4 Monitore zu sehen, wo der Künstler James Koop solche Leute, die für Fiverr oder für Mechanical Turk
Arbeiten ihren Tagesablauf beschreiben lassen. Das hier ist eine Videoarbeit von Natalie Bookchin, die bei YouTube Videos gesammelt hat von Leuten, die zum Beispiel gerade eine Diät machen oder die ihr schwules Coming Out haben und das dabei bei YouTube eben so zum Besten geben. Das hier ist von Miranda July und Harold Fletcher, Learning to Love You More, eine Arbeit, wo über einen Blog Aufgaben ans Publikum, künstlerische Aufgaben verteilt worden sind aus Nullerjahren, halt als Blog so das große Medium war, wo man eben dann sich dann beteiligen konnte. Das ist was immer wieder eigentlich schon in der Mailart und auch in der frühen Netzkunst vorkommt, solche Arbeiten, wo man halt gemeinsam an einem großen Projekt arbeitet. Hier eine Arbeit von Jody, die mit der Google Maps hier Unwesen treiben sozusagen. Ups, da bin ich gerade durchs Bild gelaufen. Hier, das ist einer von den beiden Polen der Ausstellung, nochmal der Boys hier mit so einer Postkarte, Give Me Honey. Einfach so in die Wand gepinnt, ist komischerweise aber nicht geklaut worden. Ich warte da mal darauf, dass das irgendwann mal verschwunden ist. Kann man auch von der Kasse aus nicht sehen, also wäre leicht zu entfernen, aber hat noch keiner gemacht, machen sie natürlich auch nicht. Hier eine relativ sehr schwere Arbeit, finde ich, von Steffen Köhn, der Sexcam-Worker aus Rumänien gefilmt hat, während sie auf die Kundschaft warten und sich darüber unterhalten, was Leute zum Abendessen essen oder Beziehungskrisen haben. Also das Thema dieser globalen Vernetzung wird aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven angenommen. Jetzt kommen wir so zum ersten großen Saal, eine Installation von Aram Bartol, der solche E-Bikes und Roller aus Berliner Flüssen geborgen hat, wo sie reingeschmissen worden sind. Diese Arbeit hier von Konstant Dulat ist auch sehr interessant und auch attraktiv. Also wenn man ein Foto von dieser Arbeit mit dem richtigen Hashtag postet, kriegt man plötzlich ganz viele Likes von Leuten, die halt das gegen Bezahlung machen. Und hier links und rechts auch zwei Arbeiten, die jeweils mit Mechanical Turk entstanden sind. Einmal eben die Aufgabe, dem Mittelfinger zu zeigen, diesen Auftraggebern von solchen Jobs, und einmal einen Auftrag aus dem Fenster zu filmen oder zu fotografieren, was halt solche Crowdworker so von ihrem Arbeitsplatz aus sehen. Johannes Stüttgen, ein Schüler von Beuys, der auch diese Idee der sozialen Skulptur stark vertreten hat, den wollten wir eigentlich für einen Vortrag einladen. Da sollte auch eigentlich eine leere Tafel für ihn hängen, aber wegen Corona war das leider nicht möglich. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Crowdpleaser in der Ausstellung. Also irgendjemand hat im Gästebuch geschrieben, the most Instagrammable show ever. Das bezieht sich vielleicht auf diese Arbeit. Also jeder, der da reinkommt, muss natürlich vor diesen 5000 Likes ein Foto schießen. Ja, hier rechts im Auftrag von dem Berliner Künstler Ralf Schulz beschreiben Leute sein Kunstwerk, das nie gegeben hat. Das Video ist dann sozusagen das fertige Kunstwerk. Diese Arbeit ist sehr interessant, die hebe ich immer hervor, weil die so nicht so sofort einem ins Auge springt. Da hat die Künstlerin Judy Malloy damals bei der Mailbox The Well, von der einige vielleicht auch schon mal gehört haben, so ein Board für Bad Information geöffnet, heute würde man sagen Fake News, und da wurden halt ja Sachen, die heute Donald Trump sagen würde, als Witz eigentlich erstmal gepostet. Mittlerweile ist es leider kein Witz mehr. Diese Arbeit von Om Social Club ist durch die Quarantänephase, durch den Lockdown ein bisschen muss mal kurz Pause machen, sonst komme ich so ins Schlingern. Die hatten die Idee, jemand einen Monat lang in so einen kleinen Kunstraum einzusperren und ihn nur übers Internet mit der Außenwelt kommunizieren zu lassen. Das hatten wir dann alle irgendwie zwei Monate lang. Ist ja so ein bisschen vorweggenommen worden in dieser Arbeit. Und sie haben es aber dann doch, also er hat ein Buch geschrieben und man konnte mit ihm aus der Ausstellung kommunizieren. Also sie haben diese Idee sehr konsequent weiter gedreht. Hier links haben Sebastian Schmieg und Silvio Lorusso 5 Jahre lang alle Captures, die sie so ausfüllen mussten, aufgenommen. Hier nochmal von Ralf Schulz, von dem wir gerade schon die Videoarbeit hatten. Der hat über Fiverr Leute dafür bezahlt, dass sie sich fotografieren lassen für 5 oder 10 Dollar. Ebenfalls Sebastian Schmieg hat vor 2 Jahren damit angefangen, so einen Lieferdienst für Kunst aufzumachen. So während Kunstevents konnte man bei ihm dann so einen Fahrradkurier bestellen, der dann eine Ausstellung vorbeigebracht hat. Das hier ist auch eine
interessante Arbeit aus der Zeit, als eBay noch ein soziales Medium war. John D. Fryer hat 2000 sein gesamtes Hab und Gut über eBay verkauft und ist dann mit dem VW-Bus durch ganz Amerika gefahren und hat die Leute besucht, die eben was abgekauft haben. Und wenn man heute diese Ausstellung zeigen will, muss man sich eben mit diesen Käufern von damals in Verbindung setzen und kann dann möglicherweise Exponate von ihnen bekommen. Zum Beispiel diese LP von Stevie Wonder, die man jeden Secondhand-Shop der Welt für $5 kaufen könnte oder 5 Euro. Aus Brooklyn von den damaligen Käufern gekommen. Ich bin auch heute noch befreundet. Julia Lia Linas mit Instagram, wo zu Instagram-Videos entstanden sind. Von Julia Lia Lina Seiten von dem russisch abgeschalteten GeoCities-Servers. Das war so eine der besten Möglichkeiten, sich auf dem Internet die Homepage anzulegen. Vielleicht ist auch so eine Arbeit, die das Buch immer sehr entspricht, wenn die Leute davor stehen. Wir sind mit Influencer-Videos, Unboxing-Videos, Fragments, gesetzt worden, Kinderbücher, wo man so mehrere Körperteile miteinander verblättern konnte, halt sich präsentieren. Und jetzt gehen wir nochmal hinein. Das war jetzt der Fail. Das hat nämlich nicht funktioniert. Kommt aber gleich noch. Ja, ich sag schon mal, was die Arbeit ist, die gleich um die Ecke zu sehen ist. Nämlich von dem philippinischen Künstler Mark Salvatus, der bei YouTube Clips zusammengesucht hat, wo Leute Wannabes von den Spice Girls gesungen haben und da eben so ein Video, zusammen, einen globalen Chor sozusagen zusammengestellt hat. Und da kann man auch selbst mitsingen, wenn man möchte. Und im zweiten Anlauf war dann auch diese Arbeit funktionstüchtig von David Massey und Aaron Koblin, wo 2000 Crowdworker ein Stück zusammen singen, das man sich entweder komplett anhören kann oder die einzelnen Stimmen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell für die Aufnahmefähigkeit. Sollte ja, wie gesagt, auch nur so ein Appetithappen sein und zum Besuch der Ausstellung einladen. Und ja, wie gesagt, bis zum 16.8. ist sie noch zu sehen. Täglich geöffnet, am Mittwoch bis Samstag sogar bis 22 Uhr. Ich kenne keine andere Kunstinstitution, wo man so spät noch so oft hingehen kann. Es gibt also eigentlich keine Entschuldigung, nicht hinzugehen. Und ich freue mich über jeden Besucher, über die ich und für die ich ja hier auch gerade kämpfe. Bitte. Ja, danke herzlichen für die Dank. Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für diesen Film und diesen Einblick. Das sieht ja spannend aus. Seit wann ist die schon zu sehen, die Ausstellung? Also wie gesagt, sie musste verschoben werden ab, ich weiß gar nicht genau das Datum. Sie ist dann aber auch länger. Sie ist jetzt über den ganzen Sommer gelaufen, also 3 Monate lang. Ich glaube, es ist irgendwann seit Ende Mai. Und wird auch sehr gut besucht, habe ich so das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass Social Media uns total hilft, dass jedes Mal, wenn da bei Instagram irgendjemand was postet, der so ein paar Follower hat, dann auch so die nächste Gruppe von Besuchern kommt. Also man kann es nicht nur verdammen, wir profitieren auch von diesen Mechanismen, aber ja. Ja, dann frage ich mal die erste Frage, ein bisschen obvious natürlich, eine Ausstellung in Zeiten von Corona planen, umsetzen und eröffnen. Du klingst jetzt eher nicht so happy damit, sondern es hat euch auch ziemlich eingeschränkt oder setzt das auch was frei? Also die Ausstellung hat dadurch, glaube ich, nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Also diese Lockdown-Situation hat uns, glaube ich, allen auch nochmal klar gemacht, wie abhängig man von diesen Plattformen auch ist. Von daher finde ich eigentlich, dass wir von der Ausstellung, also von diesem Umstand, ja, ich will nicht sagen profitiert haben, das wäre zynisch, aber es gibt der Ausstellung halt nochmal so einen anderen Dreh, finde ich, und eine andere Perspektive. Es hat keine Vernissage gegeben. Das war für mich persönlich als Kurator nicht so schön, dass man halt überhaupt nicht so oder ganz wenig so direktes Feedback gehabt hat, aber ansonsten muss ich sagen, es ist für uns glimpflich ausgegangen. Also andere Ausstellungen sind abgesagt worden. Wir haben die Ausstellung 3 Monate zeigen können. Also nö, da bin ich eigentlich zufrieden. Ich sag's nochmal für die ZuschauerInnen, falls ihr Fragen habt oder Anregungen, NPA096 ist der Hashtag NPA096 auf Twitter. Ich habe allerdings ansonsten auch noch 1-2 Fragen im Köcher, um den Leuten zu Hause die Möglichkeit zu geben, aber auch noch welche zu stellen.
man hat ja, wenn man jetzt die Bilder gesehen hat aus der Ausstellung, ganz viele Monitore gesehen. Manchmal sind es irgendwie auch Gegenstände, die da sind, irgendwelche Artefakte, aber ansonsten ganz viele Monitore. Das ist ja, glaube ich, eine grundsätzliche Herausforderung bei Ausstellungen, die das Digitale betreffen. Es gibt inzwischen KünstlerInnen, die arbeiten nur noch eigentlich für Instagram, die sozusagen deren Medium ist nicht nur für die Erstellung der Kunst, sondern auch der Ausstellung sozusagen, das Netz. Wie sozusagen seid ihr mit dieser Herausforderung umgegangen, das, was eben virtuell stattfindet, an Kunst dann auch irgendwie materiell abbilden zu müssen und auch erfahrbar zu machen? Ja, also das war auch so eine Befürchtung, gerade von den Betreibern von dem Kunstraum, der Kreuzberger, eine Kreuzberger Institution auch ist. Und also eigentlich fanden wir nachher, dass wir keine reine Monitor-Hängen-Ausstellung gemacht haben. Und was, also es gibt schon relativ viele Objekte und ich finde, es gibt auch ziemlich starke Objekte, die auch im Raum nochmal anders wirken. Auch dieses, das haben manche Leute, als wir dann aufgemacht haben, gar nicht verstanden, ob die Ausstellung jetzt wirklich physisch im Raum auch irgendwie stattfindet oder ob sich nur die Webseite der Ausstellung angucken sollen. Also die Arbeiten, die da sind, profitieren, glaube ich, zum großen Teil schon davon, wenn man sie im Raum sieht. Also zum Beispiel diese Reddit-Arbeit, da sind winzige Details drauf, die sind mir nie aufgefallen, wenn ich mir die auf dem Monitor angeguckt habe. Plötzlich sieht man das da halt in so einer Leinwandgröße und plötzlich sieht man da halt, was da so an Details alles losgeht. Also ja, weder kann man sich die Ausstellung, könnte man die jetzt einfach so ins Internet übertragen, noch würde ich sagen, dass man da jetzt nur vor Screens steht. Aber stimmt in der Tat, dass, aber ich weiß nicht, bei der nächsten Berlin-Biennale würde ich mal denken, wird es auch nicht so viel anders sein. Da steckt auch viel Flachware dann irgendwann, viele Flachmonitore oder Projektionen in den Ausstellungsräumen. Das hat sich auch so da ein bisschen geändert. Okay, letzte Frage von mir. Nochmal zur inhaltlichen Erzählung der Ausstellung. Für mich kam es jetzt so vor, sozusagen Beuys mit der großen Utopie ist so ein bisschen, stellt so ein bisschen die positive Vision dar, die aber dann so kontrastiert wird mit dem, wie es heute ist, sozusagen Ausbeutung, Datenlieferanten ist so das Framing, das ihr für die heutige Situation gewählt habt. Jetzt hast du aber eben gerade selber gesagt, ihr könnt ja das Social Media auch nicht nur verteufeln, euch hilft es auch für die Arbeit. Ist es sozusagen, sind das schon die zwei Pole, so ein bisschen die Vision und das, was Beuys geschaffen und sich vorgestellt hat als der positive Pol und dann die heutige Realität als das Negative, spielt sich das dazwischen ab oder gibt es eben auch im Heute vielleicht emanzipatorische Potenziale, die man auch finden kann? Ja, also diese Ausstellung soll nicht so eine Verfallsgeschichte darstellen, obwohl man natürlich bei einigen sozialen Medien, namentlich Facebook zum Beispiel, schon feststellen muss, dass das da irgendwie ziemlich steil bergab geht mit dem Diskussionsniveau. Aber letztlich ist es eigentlich dem Betrachter überlassen, da seine Schlüsse draus zu ziehen, sich über sowas überhaupt erstmal Gedanken zu machen. Hier haben wir ja ein relativ informiertes Publikum, aber die Hoffnung ist halt, dass die Leute, die Insta einfach so verwenden, da halt auch in so einen Reflexionsprozess reinkommen. Der soll offen sein, der soll keine Interpretation vorgeben, der soll einfach diese Fragen, die hier ja immer auf der Tagesordnung stehen, nochmal auf eine andere Art und Weise diskutierbar machen, halt über dieses Medium der Kunst, dass da vielleicht auch nochmal eine andere Herangehensweise hat, als wenn man jetzt Aufsätze schreibt oder Vorträge hält oder diese Art von Präsentationsformen wählt. Und viele Sachen sind auch lustig, viele Sachen machen auch Spaß. Also das ist wirklich keine reine Niedergangsgeschichte, die da erzählt wird, hoffe ich zumindest. Vielen Dank, sehr spannend. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen da nochmal vorbeischauen. Sag noch ein letztes Mal, wann und wo wir die Ausstellung besuchen können. Kunstraum Kreuzberg ist in Bethanien, hat man ja gerade auf dem Video gesehen, am Mariannenplatz mitten in Kreuzberg. Bis zum 16.8. Eintritt ist frei, es ist eigentlich immer geöffnet, wenn man hinkommt. Und die nächste U-Bahn-Station ist, glaube ich, Cottbusser Tor, genau. Also, wenn man es finden will, findet man es. Alright, okay, dann vielen Dank. Sind wir sehr gespannt. Gern geschehen.